Hallo und herzlich willkommen bei Unbox Vision. Mein Name ist Murat. Ja, wie ihr schon sehen könnt, habe ich vor mir ein neues Smartphone und zwar das Galaxy S9 Plus. Und ja, ich weiß, ich bin schon viel zu viel spät und ihr denkt dann vielleicht auch einfach, es ist doch sinnlos, wenn ihr jetzt schon erst später damit ankommt und anfängt. Ja, aber naja, ist halt so. Und ich habe mir letzte Zeit ein paar Videos angeschaut und hatte auf einmal Interesse gehabt an einem S9 Plus und habe gedacht, komm, kaufst du dir jetzt mal. Und ja, jetzt ist es auf jeden Fall da. Ich habe es auch ziemlich gut und günstig bekommen, ca. 630 Euro habe ich bezahlt. War recht in Ordnung, normalerweise bewegen sich die Preise so um die 700 Euro. Und ja, lasst uns das einfach mal gemeinsam auspacken. Die Verpackung, ja, da hat sich nicht viel verändert. Ich habe jetzt hier die Duos-Variante, also mit Dual-SIM und in der Farbe Coral Blue. Und da hat sich jetzt nicht viel verändert. Sieht immer wieder gleich aus, denn seit dem Galaxy S7 und S7 Edge sehen die Verpackungen sich ziemlich ähnlich und von daher kein großer Unterschied. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, machen wir mal das Ganze auf. Und ich würde sagen, lasst uns anfangen. Da bin ich wieder. Und zwar, normalerweise habe ich letztens im Fast Unboxing auch die Folie so schnell wie möglich abgezogen, aber da hat ein guter Kollege namens Geek111, seinen Kanal findet ihr hier oben rechts, und ist ein richtig cooler Typ und ein richtig super YouTuber. Schaut euch auf jeden Fall seinen Kanal an, denn er hat mir einen Tipp gegeben, zieht doch die Folie am besten langsam ab, so gehört sich das auch nämlich zu einem Unboxing. Da hat er auch vollkommen recht, das mache ich jetzt auch so. Und sag schon mal vorab Dankeschön und wir ziehen es jetzt mal ab. Die Rückseite, ach, da hat er recht, es hört sich super an. So, das kommt auch noch mal weg. Hier drauf geklebt. Und vorne haben wir auch noch mal eine Schutzfolie. So, da ist das gute Stück und ich muss sagen, ziemlich schön. Oh, hier haben wir auch nochmal Schutzfolien drauf an den Ecken. Das kommt auch mal direkt ab. Die Folien sind komplett entfernt an den Rändern und ich muss sagen, es sieht genial aus. Also die, mit der Farbe habe ich es auch richtig gemacht, denn ich wollte diesmal kein Schwarz haben. Auch dieses Lilane nicht, das passt eher mehr zu Frauen. Aber ich muss sagen, das sieht richtig geil aus. Also ich habe es gar nicht so in Erinnerung gehabt. Was heißt in Erinnerung? Ich habe ja das Galaxy S8 gehabt und das ist ja ziemlich ähnlich vom Design her, aber das sieht nochmal um Ecken besser aus. Und vor allem, die Ränder sind jetzt nicht mehr verchromt wie beim Galaxy S8, sondern hier ist es nämlich matt und das sieht ziemlich geil aus. Ja. Und sehr richtig hochwertig. Wie gesagt, einige Reviews und Unboxings habe ich natürlich schon gesehen und viele waren auch schon kritisch, vor allem mit dem Akku und so weiter. Auf jeden Fall bin ich auch auf die Kamera gespannt und ich muss sagen, es riecht, also ich bin total baff, ne? Also ich habe jetzt nochmal zum Vergleich mein XP
Höhe XZ2. Das benutze ich ja momentan als mein Daily Driver. Und von der Größe her, ja, da ist das Galaxy S9 Plus ein Tick höher. Und von der Breite her sind die ähnlich ziemlich. Und von daher ist es recht in Ordnung. Und also, ich bin echt baff, ne? Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das jetzt so geil ist und sich so geil anfühlt. Und ich bin auch schon ziemlich gespannt, wie es so im Alltag sich schlägt und ob das was wird. Aber cool. Ob es dazu ein Review geben wird, weiß ich noch nicht, denn es gibt ja schon etliche. Aber vielleicht habe ich vor, demnächst ein Labervideo zu machen. Vielleicht kommt es dann da rein und werde einfach mal ein bisschen was erzählen darüber. Und ja, ich habe noch ein Cover bestellt. Und zwar auch original von Samsung. Und zwar, wie ihr sehen könnt, Ultimate Device Protection Militärstandard 810G. Warum habe ich das gemacht? Ja, diejenigen, die mir auf Twitter folgen, die wissen ja, was passiert ist, ne? Und zwar, mein Xperia XZ2 hat ein Kratzerchen bekommen. Und zwar nicht nur ein, sondern genau drei Stück. Hier jeweils. Und ist mir leider aus der Hosentasche rausgerutscht. Und ich habe mich so geärgert und war so traurig gewesen. Es war echt nicht mein Tag gewesen. Und habe einfach mal gedacht, gut, bestellst dir mal so ein Cover. Eigentlich hatte ich Lust gehabt auf dieses Alcantara-Zeug, aber habe gedacht, komm, benutze erstmal für den Anfangszeit erstmal so einen komplett Rundumschutz. Und ja, sieht jetzt vielleicht auch ein bisschen klobig aus, aber das war mir wichtig gewesen, weil wenn ich ein Smartphone richtig liebe und es richtig gern habe, dann passiert mir immer was. Und von daher wollte ich kein Risiko eingehen, aber ja. So. Hier drin haben wir noch eine Schutzfolie. Okay. Wie kriege ich die jetzt ab? Ja, innen drin gummiert. Hier auf der Rückseite ist es so ein bisschen, ja, ein bisschen so griffig gemacht. Sieht aus wie so ein bisschen wie so ein Koffer, ja, so ein Reisekoffer von der Gestaltung her. Das ist so eine Art Standing Cover, das heißt, ihr könnt dann quasi so hinlegen, so wenn ihr, keine Ahnung, Videos schaut oder sonst was macht. Ziemlich nett. Und ich versuche auch schon mal direkt das Smartphone mit einzubinden. Und so, da ist es. Und ja, es ist auf jeden Fall schon wesentlich dicker. Und ja, es sollte einfach zum Schutz sein, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Aber wenn ich zu Hause bin, dann geht es natürlich, wird das natürlich abgemacht. Und ja, so fühlt sich das auf jeden Fall besser an. Und man hat auch ein bisschen was von der Farbe. Und ja, das war es auch schon von mir. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann ein Like-Button. Falls nicht, dann ein Dislike. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Folgt mir auch auf Twitter und Instagram. Einfach @unboxvision eingeben und schon habt ihr mich und dann verpasst ihr auch nichts mehr. Von daher, das war's auch schon. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.